die einen noch zwingen, am Ende Geld zu farmen. Well, okay. Schön. Oh, ich hoffe, jetzt klappt's. Aber Motorrad sieht schon mal besser aus, ne? Oh, die Reifen, Alter. Also die Räder. Ich sehe. Guck mal, wie wir jetzt rammen können. Jetzt sind wir der Rambock. Oh, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Langsam ist meine Konzentration aber echt im Eimer. Blöder Wichser. Oh, das kam jetzt voll um die Ecke. Was ist denn das für ein Kack? Hasse euch alle. Hasse euch alle so sehr. Stück noch. Ich habe aber schon ganz schön eingesteckt, ne? Mit dem anderen Motorrad wäre ich schon kaputt. Tatsache. Trotzdem, unnötig. Nee, ich kann leider nicht umwechseln, die Perspektive. Das ist vom Rennen ab, also von der Strecke abhängig, was ich sehe. Mit die Daumen, dass das ausreicht.
Okay, mein Fahrzeug ist auf jeden Fall robuster. Muss trotzdem aufpassen, weil wenn er mich trifft, dann kriege ich trotzdem aufs Maul. Und besonders bei einer, also bei der gleich geraden Strecke, wird der irgendwie viel aggressiver. Weil ich bin da jetzt mehrmals down gegangen. Das meine ich halt. Hä, warum? Wie kacke ist er? Versuche ihn vorne zu lassen, dass er mich gar nicht angreift. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Penner, Alter. War knapp, ey. Das war schon wieder richtig knapp. Bei mir war das Problem aber, dass ich immer vorne sein wollte. Ich hätte einfach hinter ihm bleiben sollen und dann die ganze Zeit dann Gas geben sollen, wenn wir kurz vorm Ziel sind. Ich hätte das vorher machen sollen. Vielleicht hätte ich das auch geschafft so. Aber ich weiß nicht, das Motorrad ist jetzt schon auf jeden Fall besser gewesen. Es war Pflicht, das zu haben. Ich hab's versucht. Motorrad gefahren. Wir haben jetzt Dings, Emily als Freundin. Die ist jetzt unsere Waifu. Boah. Kann doch nicht sein. Susan hat echt verloren. Endlich, ey. So. So, sieht aus, als hätte ich gewonnen. Oi. Hey. Gib's zu, du hast verloren. Regel ist Regel, oder? Jeremy. Du hast gewonnen. Jeremy, wie versprochen, gehört der Platz des Anführers dir. Ja! Ich hab's geschafft, Leute! Es ist vorbei! Jeremy! Es ist vorbei! Oh, Scheiße. Jetzt können wir endlich herausfinden, wer der Professor ist. Ich werde dir auf ewig folgen. Jeremy, ich liebe dich! Oh. Ich würde das Beefsonnen-Couch für den Siegesfeier ans Herz legen. Der Werbung macht, ey. Mach mal ein Siegesfoto zur Erinnerung. Ja, huch, oh, der Bot mag es nicht, wenn man Party macht anscheinend. Gute Nacht, Jacqueline, schlaf schön, träum was Schönes. Zum nächsten Mal. Oh, okay, erstmal triggert. Wenn wir schon alle hier sind, können wir uns auch gleich in Pose werfen. Nein, nicht in Pose. Nein. Bitte nicht in Pose werfen. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Unverbesserlich, na schön. Jetzt machen die das alle. Oh, wow. Die Gesichter. Der rechts mit der Sonnenbrille und links der, Alter. Ach, Zelatio, schlaf schön. Jeremy. Hätte nie gedacht, dass ich verliere, aber es hat Spaß gemacht. Das reicht mir.
wirklich? Maiden Haven ist wirklich der Himmel für Street Racer und du bist ab jetzt der Beschützer. Ich mache gerne den stellvertretenden Anführer oder so, lehne mich zurück und sehe mir die Rennen einfach an. Hörst du, was das angeht? Ich mache jetzt etwas Wichtiges. Bleib einfach ruhig und sieh zu. Mina. Also gut, Leute, ich weiß. Oh, er redet, okay. Nach最初にして最後の命令になる。最後の？俺がメイドインヘブンに加入し、お前らとレースをする中、ずっと考えてきたことがある。命がけのデスレースは楽しい。時間が吹き飛ぶほどにな。だが、失うものがあまりにも大きすぎる。俺としても、大事な仲間が傷つく姿は見たくない。ましてや。 事故で死んじまう姿なんてな。紫霊児を襲ったような悲劇は二度と起こしてはならない。一人の人間の死がどれほど多くの人間を悲しませ、不幸にするか。みんなだって痛感してきたはずだ。皆川里奈やゴースト、いや紫ダン、彼らも紫霊児の死によって 大きく人生を狂わされてしまった。だから俺は決めた。メイドインヘブンは本日をもって解散とする。解散？どういうことだよヤガミッチ。言葉通りの意味だ。 もう命を懸けたデスレースなんかやめるんだ。なんだよそれ。メイドインヘブンは仲間だろ。それを解散するだなんて。そうだよヤガミッチ、いきなり何言い出すんだよ。言ったはずだ。俺は仲間が傷つき命を落とす姿なんて見たくねえ。だから解散するんだ。だよ。 解散しちまったらもう仲間もクソもねえじゃねえか。いや違う。俺たちはずっと仲間だ。たとえメイドインヘブンが解散してもずっと。ここでみんなと過ごした時間も一緒に味わったスリルも感動も俺たちの中に残り続ける。それが絆となって俺たちをつなぎ続けるんだ。たとえ Mir geht's soweit gut, nur ein bisschen müde langsam. Und selbst セベロス。それにこれは一代目総代紫霊児の意志でもあるんだ。彼が実現できなかったことなんだ。明日に向かって走れ。今こそ紫霊児の意志を受け継ぎ俺たちは走り出すべきなんだ。死に向かってじゃない。 明日に向かって胸の内に希望を抱いて。だからこそ今一代目が果たせなかった最後の思い、メイドインヘブンの解散を成し遂げよう。みんなヤガミッチ、俺ヤガミッチと過ごす時間は最高に楽しかった。だけど あんたがそう言うなら俺は従うぜ。確かに俺たちの絆は永遠だもんな。ああ、俺もヤガミッチに従う。明日に向かって走れか。俺もそう思うぜ。そうだね。思えばこれはずっとあんたが。 Okay, wir haben jetzt einfach 1,5 Millionen für nichts. Einmal verschwendet. Ich habe das Motorrad, mit was ich kein Rennen mehr fahren kann. Nanda. Ore wa mitome ne zo. Yagami, teme made. Das war bestimmt mehr, oder okay. Teme made ore kara hashiri o tori agere. Bestimmt 2 Millionen. So ungefähr. Fuzaken ja ne. Kaisan nante mitomerareru ka tten da yo. お前、自分が何言ってるか分かってんのか。これまでルールが絶対だって言い続けてきたろ。お前自身が
それを破るってのか。うるせえ、奪わせねえ。走ることだけはな、絶対に。ヤガミ、力ずくでも撤回させてやるよ。わお、そうか。Der hält sich ja selber schön an seine Regeln. Darf ich ihn nochmal verprügeln? Finde ich ganz okay, weil er meine Zeit verschwendet hat. Blöde Sacknase. Vor allem dein Geld, ja, mein schönes Geld. Ich habe heute sehr viel hier ausgegeben in dem Spiel. Komm, box ich dem denn. Dein Leben raus. Wir hatten ja auch einen Boxclub, ne? Da haben wir alles gelernt. K.O. So, so, und jetzt halt die Gusche, Junge. Nein, nein! Verstehst du jetzt, was war das für dich das Wichtigste? Du hast immer gesagt, dass die Regel das Allerwichtigste ist, aber das stimmt doch gar nicht, oder? Es war das Rennen. Das Rennen hat dir mehr als alles andere bedeutet. Du hast alles weggeworfen, um das zu beschützen. Du hast die Regel weggeworfen, die du bewundert hast. Du hast sogar deinen Stolz weggeworfen. Der soll das beim Farmen belassen. Boxen ist ja schlecht. Ja, stimmt. Du weißt das alles und trotzdem... Trotzdem willst du es mir wegnehmen? Du willst mir das Rennen wegnehmen? Meine einzige Freude? Ja. Warum? Warum nimmst du es mir weg? Warum? Sag es mir. Ich will dir nicht die Freude nehmen, darum geht es mir gar nicht so. Sondern ein Rennen, bei dem du dein Leben riskierst, kann keine echte Freude bringen. Zumindest sollte das nicht so sein. Verstehst du nicht? Du hast dich an die Todesrennen geklammert, um dich von deiner Verzweiflung abzulenken. Die Todesrennen haben dir nur falsche Freude geschenkt. Falsche Freude? Ah. Ganz genau. Du hast aufgegeben, wonach du dich eigentlich gesehnt hast und dich in die Todesrennen geflüchtet. Eine vorübergehende, flüchtige Freude. Oh. So. Was du wirklich gesucht hast, ist zwischen dieser Sache und dir, hat sich eine gewaltige Mauer erhoben. Aber beim Anblick dieser gewaltigen Mauer hattest du Angst, dich hier zu stellen. Du glaubst, dass ich Angst habe? Es geht um Motocross. Das war es, was du eigentlich machen wolltest, aber deine Mutter hat es dir verboten. Du hast die Freude am Rennen hierher, die Freude am Leben, oder? Du hast recht, du hast scheinbar alles durchschaut. Ich konnte es einfach nicht vergessen, wie viel Spaß es macht, auf dem Ding zu fahren. Motocross war mein Leben. Gegen andere Leute Rennen zu fahren, war das Tollste für mich. Auch als es hieß, ich müsste das vergessen, konnte ich es einfach nicht. Es steckte immer tief in mir. Selbst als ich den Musterschüler gegeben habe. Gehen wir doch zur Schule zurück. Ich kann versuchen, deine Mutter zu überzeugen, dich wieder Motocross fahren zu lassen. Na. Nagami und Sayama, was glaubt ihr, warum ich Leiter des Disziplinarkomitees geworden bin? Warum? Weil es mich frustriert hat, dass andere so einfach tun können, was sie wollen. Sie hatten etwas, was ich nicht hatte. Sie konnten die Freiheit genießen, deswegen wollte ich ihnen den Spaß verderben, die Regeln durchsetzen. Verstehe, das erklärt es. Wow, er wollte einfach nur die Spaßbremse sein. Wow. Wow, Eli. Ach, Lisa. Ach, was denn? Hat er selber gesagt. Eigentlich waren mir die blöden Schulregeln völlig egal. Es hat mich nur gefrustet, die anderen so glücklich und frei zu sehen. Na. Hey, Sue, es ist langsam Zeit, dass du in Richtung Zukunft fährst. Ah. Was? Wir reden gerade darüber, dass manche Regeln einfach bescheuert sind und du hast bescheuerte Regeln aufgestellt, wie du mit deiner Mutter umgehst. Du sagst ihr, was sie hören will und lässt sie nur sehen, was sie sehen will. Das ist eine Regel, die du dir selbst auferlegt hast. Und auch diese Regel musst du brechen, damit du nach vorn blicken kannst und anfangen, in deine Zukunft zu fahren.
Die Situation kann man nicht lösen. Geht einfach nicht. Ich darf Motorräder ihr gegenüber nicht erwähnen, sonst würde sie mich nie wieder ansehen. Zukunftsmutter ist eine harte Nuss, wie gesagt. Sie wissen doch, dass ich schon oft vergeblich versucht habe, mit ihr zu reden. Ich habe eine Idee. Es ist Zeit, dass deine Mutter aus ihrem Traum aufwacht. So, um ihr zu helfen, müssen wir ein paar drastische Maßnahmen greifen. Jetzt gibt's ein paar Nackenklatschen. Tief hier. Schön. Ding dong. Brechen wir die Mutter. Wup, wup. Ja. Hallo. Entschuldigung, ich bin Yagami, ein Freund von Yuma-kun. Ach, einer von Yuchans kleinen Freunden? Ja. Tut mir leid, Yuchan ist gerade bei der Nachhilfe. Was? Du bist Moment mal. Yuchan? Was ist denn hier los? Was ist das für ein Outfit? Das ist doch gar nicht Halloween, meine Güte. Ich bitte Sie als Yuma-kuns Freund, erlauben Sie ihm wieder Motocross zu fahren. Bitte? Wovon reden Sie denn? Mein Yuchan ist diesen Motorrädern doch schon lange entwachsen. Er hat kein Interesse mehr daran. Er ist viel zu sehr mit dem Lernen beschäftigt. Aber stimmt das wirklich? Glauben Sie wirklich, dass Yuma-kun selber das will? Was wollen Sie damit sagen? Natürlich will er das. Yuchan will auf einen erstklassigen College gehen und dann in eine Spitzenfirma anfangen. Damit Sie von seinem Versager von Vater mit ihm angeben können? Was? Für wen halten Sie sich? Mama, ich will Motocross fahren. Ich will wieder rennfahren. Gerne weiter fleißig, aber bitte, bitte lass mich rennfahren. Yuchan, du hast hart für die Prüfung gelernt. Du bist sicher völlig erschöpft. Ruh dich einfach etwas aus, dann vergisst du diese verrückte Idee bald. Okay, Zeit für drastische Maßnahmen. Sind Sie sich wirklich sicher, Yagami? Aber hallo. Ich bin's. Ihr seid dran. Entschuldigung, aber wenn Sie mit diesem Unsinn jetzt fertig sind, dann gehen Sie bitte. Yuchan muss weiterlernen. Alter. Auf dem 4K-Fernseher. Da sind sie anscheinend. Die ganze Gruppe. Oh ja. Wie? Was soll das? Erst so ein Belästigen mit einer ganzen Motorradgang. Aber was geht hier vor? Wow. So, Daini. Verstehen Sie es nicht? Das sind seine Freunde. あなたが彼の走りが、これだけの人間を引きつけてきたんです。ユーマ君の走りには、それだけの魅力があったから、みんな口々に言いました。ユーマ君の走りはすごいと、誰も勝てないと。天才だと。ですが、暴走族でのデスレースは、命を代償にしかねない。 非常に危険なものでした。そこまでしなければ、ユーマ君は自分のやりたいことができなかったんです。あなたに禁じられてしまったから。あなたが現実を見ようとしなかったから。嘘よ。こんなの嘘。まだ現実を拒むというんですか。いい加減、ユーマ君と向き合ってあげてください。このままじゃユーマ君は 危険なデスレースにまた戻っていってしまいます。いや、いやよ。バイクなんて、いや。母さん、これが俺なんだ。ゆうちゃん？優等生のふりをしていても、規則に厳しい風紀委員のふりをしていても、そんなものは全部偽物だ。いつだって頭の片隅にはバイクがあった。忘れられなかったんだ。 父さんが望んだからじゃない。俺は心の底からモトクロスが好きだったんだ。だから俺のたった一つの望みを、自由を奪わないでくれ。ゆうちゃん、そんな。母さん、一度でいい。俺を見ろ。
Wow, die wusste das und hat es trotzdem gemacht? Und dabei die fröhliche Musik. Alter! Die Musik passt jetzt gerade gar nicht. Die hat ihn einfach sein Leben so die ganze Zeit zerstört. Tu nur dein Bestes. Was? Sein Bestes? Sein Bestes? Wow. Alter, geh weg. Ich brech dir gleich den Hals. Sein Bestes. Er hat Todesrennen gemacht wegen ihr. Das ist also passiert. Ja, Made in Haven wurde aufgelöst und Suhal kann sich das erstmal wieder seinen Motocross-Träumen erfüllen. Das freut mich total. Ja. Sieht da wieder so Musterschüler aus. Der Lehm Rip. Nicht so cool? Ich dachte, ich frag ihn direkt einfach. Du hast über die Untergrund-Website mit dem Professor Kontakt gehalten. Ja. Untergrund-Website? Die habe ich noch nie gesehen. Hat mich nie interessiert, aber... Ich habe einen Brief bekommen, wahrscheinlich von diesem Professor. Wirklich? Ein Brief? Was meinst du damit? Vor einiger Zeit erhielt das Disziplinarkomitee eine anonyme Anschuldigung. Der Name des Absenders war Professor M. Professor M. Professor Moriarty. Ja, das könnte der Professor sein. Ob sein Vorname mit M anfängt? Vielleicht Moriarty? Wow, sie sagt es auch noch. Darin stand, ein paar Schüler der Serie High hätten sich in Made in Haven angeschlossen und würden gefährliche Straßenrennen abhalten. Es war auch ein Foto dabei. Von Schülern der Serie High, die mit Made in Haven herumfahren. Das heißt, du hast diese Anschuldigung gesehen und bist losgezogen, um mit Made in Haven direkt zu verhandeln. Ah. Ja, als ich das Foto gesehen hatte, konnte ich es einfach nicht untätig bleiben. Vielleicht war genau das die Absicht des Absenders, dich zum Handel zu bringen. Was? Der Professor hat den Brief vielleicht verschickt, weil er wusste, dass er damit Sus unterdrückten Wunsch entfacht. Das könnte sein, Yagami. In dem Brief stand noch etwas. Willst du wirklich, dass alles so bleibt, wie es ist? Mm. Ziemlich tiefsinnig. Ah. Ja, sieht wirklich so aus, als würde der Absender mich kennen. Na. Hallo, Johnny? Aber Yagami, das war noch nicht alles. Der Brief mit den Anschuldigungen lag im Vorschlagkasten des Komitees. Und der Vorschlagkasten ist innerhalb der Schule. Da käme jemand außerhalb gar nicht ohne weiteres ran. Also ist der Absender jemand aus der Schule. Hier können wir nicht sein, aber... Fällt dir da irgendwer ein, Sukun? Jemand, der dich dazu hätte provozieren wollen, eine Motorradgang zu konfrontieren? Ja. Nein, mir fällt niemand ein. Schade. Aber immerhin haben wir jetzt eine heiße Spur. Der Professor steht vermutlich mit der Schule in Verbindung und es ist jemand, der dort leicht ein- und ausgehen kann. Aber wer könnte das sein? Das wissen wir noch nicht, aber wir sind definitiv einen Schritt weiter als vorher. Wir werden früh genug wissen, wer es ist. Ich glaube an uns, wir schaffen das. Wie geht's? Ganz okay, ganz gut eigentlich, langsam müde. Born to Ride. Geht's dir? Ich sollte mich mit Amasawa unterhalten, wenn sie Zeit hat. Ja, wir gehen mal direkt rein. Wir haben jetzt nämlich alle, komplett alle Schulaufgaben fertig. Yagami-san. Haben Sie kurz Zeit? Mhm. Ja, was gibt's? Nachdem Sie jetzt 9 verschiedene soziale Gruppen infiltriert haben, wissen Sie sicher viel über den Professor. Wir sollten die Informationen, die wir bisher haben, organisieren. So tasten wir uns an die Wahrheit heran. Ja, damit sollten wir langsam mal anfangen. In der Tat, wir sollten erwägen, die Situation mittels Brainstorming zu analysieren. Könntest du uns heute im Laufe des Tages dabei unterstützen, wenn du Zeit findest? Ah. Na sicher doch. Ja. Langsam mal anfangen. Die soll jetzt keine Scheiße machen. Ich will das jetzt fertig haben. Ganz gut soweit, das ist schön. Yagami-san. Yagami-san. Geh mit ihr die Schulfälle durch. Geh ich mit ihr die Schulfälle durch. Yagami-san. Hä? Wie gehe ich das denn mit ihr jetzt durch? Ich jetzt verarschen hier. Wir haben jetzt alles gemacht.
Nee, das geht nur tagsüber, dann habe ich ein Problem. Wenn es nur tagsüber geht, habe ich echt ein Problem. Weil ich nicht weiß, ob ich nochmal zum Tag komme. Gegen Mittag bringe ich Amasawa auf den neuesten Stand. Ja, Leute, ne? Gegen Mittag. Wir haben Abend. Muss Tag sein. Oh, boy. Zu hoffen, dass es nach der Hauptstory weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann kannst du die Tageszeit in dem Spiel ändern, indem ich in der Hauptstory vorankomme. Das wechselt sich dann immer hin und her. Wenn ich jetzt zur Hauptstory gehe, gibt es kein Zurück mehr. Das ist jetzt das Problem. Alles klar, Dori, schlaf schön. Danke, dass du da warst. Ich kann jetzt nur zur Hauptaufgabe gehen und wahrscheinlich ist dann das Finale und so. Und, naja, jetzt keine Wahl. Das Spiel sieht nice aus. Ist auch echt super. Guck mal, sitzen schon alle da unten. Full Member, Seizoroi, die Kanji da na. Shuyaku, Omachiste, Tandes, ja. Yoku, Sonna, Mentumukatte, Goma, Surenna, Hoshino-kun. Goma, Osurenna, Takai, Komilok, no Akashi, desu, so. Skinny Skelett, danke für die Follow. Na, sorry, Tabo. Naja, ich wollte sowieso mal die Hauptmission weitermachen, ne? So, ka. Ja, omae, mata hotei ni tatsun da na. Saori-san no sapoto yaku da kedo ne. Ah, naruhodo. そうなると僕は江原さんの方を法廷にいなくてもいいんですか。クララ、ワイヤバス。お？いや、どうだろう。そこは沙織さんと話してみたら。八神がいるならいなくていいだろう。星野くんやべえな。そろそろ役に立つとこ見せねえと。だからスキニー。オッケー。僕だって役に立ってるじゃないですか。それなりに。 Muss erfahren, was die anderen über Ijinshu herausgefunden haben. Also, wo ist Kuwana? Kuwana no Ibasho? まだどこにいるかつかめない。ああ、あいにくな。アイスクラッチ。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 あい
なるほど、そうとも言えますね。桑名さん、この間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな。Klar hat er das überlebt, er ist doch ins Wasser gesprungen. 生きてるとは思うよ。無傷かはわからないけど。俺と会った時、あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ただ、問題はこれから先の話だな。楠本玲子に裏切られたと知った今、桑名がどう動くつもりなのか、まるでわからない。俺なら裏切りは許さねえ。桑名もそう考えるんじゃねえか。裏社会を長く生きてら当然の発想だ。Der plant auf jeden Fall was Schlimmes. Ich muss erfahren, was die anderen Ijinja rausgefunden haben. Okay. Hoshino-kun und Higashi haben Ehara's Frau getroffen, oder? Ja. Aber der Ernte ist fast null. Frau, Ehara hat nichts gesagt, oder? Ich glaube, 4年前に一人息子が自殺しちまって、それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ。敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔をしてて。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた。興味ないそうです。その裏で息子の仇を討ってたかもしれないことは。三越場の殺害動画も奥さんは見てない。見てないって言ってました。え、マジで。なんていうか、ほんと取りつく島もない感じで。せっかく横浜まで来たってのに、さえねえもんだ。Was treibt die RK? 偉人町で RK は今どんな様子？どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。それに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ。遠巻きにじっと見てきやがるから、視線が鬱陶しくてしょうがねえ。おまけにあいつら。偉人町にねえおろす気でいるみてえ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。嫌がらせ？リーフ、ダンクシュルフルインレイジ。ああ、肩着の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。で、そこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒で整備ってきや。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。それも随分昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。相馬はあいつまだ偉人町にいそうか。いや、あいつの情報は全然でな。偉人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。Mensch, ich mach kurz Pause. Hallo, Meta. So, was gab's denn schönes? Ah, World of Warcraft. Nice.Sehr cool. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie spät ist denn das? 1.30 Uhr schon. Was? Es ist schon 1.30 Uhr? Eigentlich mache ich montags nicht so lang. Puh, müde, ja. Ja, ich bin auch schon ziemlich müde, aber wir sind jetzt hier gerade so mitten in der Hauptstory. Heute bis 3. Nein, bitte dich. Bitte nicht. Ich muss noch morgen einkaufen alles. Das wäre nicht so gut.相馬はアクスと違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。Kann sie mal nicht aussprechen. Das O ist ja mal stumm. 借りてるならなおさらです。よほどのことがない限り、もう尻尾を出さないでしょう。Okay, war das alles? Motorrad fahren? Wir sind doch mit Motorrad fahren fertig.Wollten doch nur schnell die Rennen fertig machen. Ja. Und es ärgert mich jetzt, dass ich keinen Tag mehr hier in dem Spiel bekommen werde. Wahrscheinlich. Ah. Halt ärgerlich.
みんなの報告はこんなとこか。そのようですね。では僕はもうこれで。引き続き桑名さんの。Verhandlungen sind doch eigentlich am Tag. Vielleicht haben wir noch eine Chance. ちゃんと無事でいるといいんだけどね。Frag mich, wie lange ich noch für mit Red Dead brauche. Okay, lieber nicht. Nee, fragst du lieber es nicht. Tsukumo-san mo Sugiura-san mo shikkari yatteru n desu ne. Ah. Sore ni hikikai konkai kage usui ne, Hoshino-kun. Dan motte ru tte karate no ude mo zenzen ikasare ne shi ne. Boku wa en no shita de chikara o hakki suru type desu kara ne. Ich du das gesagt hast. Aber wir sind fertig mit Motorradfahren. Sterbe. Ja. Ich bin fertig hier. Meinte, wir können übernachten? Was? Ich will weg. Ja, ich will schlafen. Übernachte hier. Tun wir ein bisschen. Das hab ich gar nicht gelesen. Ich bin schon richtig müde, ey. Schmutziges Eisen. Wo habe ich jetzt schmutziges Eisen her? Beim Schlafen? Schon wieder voll spät. Wir konnten Kovana und Zuma nicht finden, dann sind wir jetzt in den Jinshu-Pferd. Ja, wir haben noch Tag! Ja! Ja! Auf zur Schule! Wir haben noch eine Chance! Wir können noch zur Schule gehen. Hast du Loot beim Schlaf? Ich hab keine Ahnung. Wollen wir das wirklich rausfinden, warum? Oh, Schule, das klingt falsch. Ich will diese Scheiße abschließen. Ich will nicht 10 Schulclubs gemacht haben, wo ich bestimmt locker 20 Stunden investiert habe. Oder mehr, wer weiß. Und dann nicht herausfinde, wer der Professor war. Wie? Wie, das geht jetzt nicht. Dann brenne ich alles nieder. Funktioniere, Spiel. Funktioniere. Yagami-san. Waren sie gerade? Oh, die redet nicht mit mir. Die blöde Kuh. Oh, macht es nicht. Aber es ist doch hell draußen. Oh, ich brauche irgendein... Er schlagt jetzt mit dem Tisch, ey. Warum? Du bist kacke. Triff Vorbereitungen. Ich wollte doch einfach nur diese Scheiße beenden. Nicht Mittag. Irgendwie triggert's nicht, leider. Das ist doof. Gegen Mittag bringe ich Amasawa auf den neuesten Stand. Muss ich da selber irgendwas machen? Eigentlich müssen wir mit ihr reden, oder nicht? Jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Manu. Das ist die Frage, wie trigger ich jetzt die Aufgabe? Weil eigentlich ist ja jetzt Schule. Ich meine, die Schüler sind alle da. Eigentlich müsste es ja gehen. Yagami-san. Ich warte auf dich, Amasawa, blöde Kuh. Aber sie will nicht. Yagami-san. Okay, dann nicht. Kann ich nur die Hauptmission weitermachen. Ich hatte Hoffnung. Ich glaube nicht, dass wir hier Wochenende haben.
Egal, wann wir in die Schule gehen, ist immer irgendwo ein Schüler da. Und gleich steht auch nur, dass man alle neuen Clubs fertig haben muss. Hab ich. Passiert aber nichts. Das ist echt doof. Ich muss die Sprache umstellen. Wie in Assassin's Creed Valhalla? Ja, vielleicht. Vielleicht hast du recht. Schön, dass du das gemerkt hast. Ja, das wär's ja jetzt. Jetzt auf Russisch. Hm? Aber jetzt wird es ziemlich heftig. Falls du Ijin schon noch etwas erledigen willst, solltest du es jetzt tun. Außerdem solltest du das Spiel speichern. Bedenke, dass du unterwegs immer noch speichern kannst, auch wenn du bis hierhin nichts überschreiben willst. Solltest du unterschiedliche Spielstände anlegen, sobald das Finale beginnt, gibt es kein Zurück.